Servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Furago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und haben in letzter Zeit Missionen abgeschlossen, beziehungsweise haben wir uns für den Rückweg gemacht, werden uns jetzt mit neuen Waffen entdecken, weil wir haben eine neue. So, was ihr immer gut macht, ist alte Waffen austauschen, weil, ist so. Oder warte mal, nochmal was Größeres mit. Ne, das passt schon. Und wenn wir das schon haben, dann würde ich gerne wieder zurück auf die Sniper übergreifen. Weil wir werden jetzt mal ein bisschen in der Puppenhaus Dokumente einsammeln. So, das brauchen wir auch noch genug. Super. Eingekauft haben wir jetzt. Und der große Vorteil ist, wir werden das Ganze jetzt mit dem Boot machen. Genau, Boot die Boot fahren. Weil davon gibt es nämlich hier eine ganze Menge rumstehen. Und zwar genau zwei Stück. Eins haben wir da drüben mit dem Bach geparkt. Und das andere hier. Und das andere ist ja kein Boot, das ist ein Schiff. Und das ist außerdem auf dem Grund. So. Geht's hier wieder raus. Und guck mal, nochmal von Uferseite dann ein bisschen in die Pumpenhäuschen kommt. Wir müssen in ein Pumpenhäuschen rein und dort Dokumente für André besorgen. Weil André meint, er wäre beschissen worden. Deswegen werden wir jetzt die Dokumente da besorgen. Und gucken, dass wir am Leben bleiben. Wobei eigentlich am Leben bleiben die höchste Priorität hat. Mal gucken, ob das große Bötchen hier noch um... Hier gibt es einen großen Kran, der hier rumtuckert. So. Wenn das nicht ein epischer Wurf war, ich weiß es auch nicht. Naja, unser Dach hat es ein bisschen auch zerlegt. Interessant, dass der Kran nicht sinkt. So. Aber die sollten uns erstmal für die nächste Zeit nicht in die Quere kommen, weil die müssen erstmal ein bisschen mehr als nur Lackarbeit machen. So. Wir werden uns aber ein bisschen vom Ufer fernhalten hier. Lieber hier hinten rumfahren. Weil ich möchte da nicht in irgendwelche Schwulitäten kommen, die ich nicht brauche. Oh. Da haben wir das nächste Begrüßungskommando hier. Oh Scheiße. Das ist eine komplett neue Wendung hier. Okay, das... Okay. Wir haben da einen Freund mit einem Mörser. So, den sein Augenmerksamkeit haben wir auch. Und es wird langsam heiß hier. Praktischerweise kommt ja ein Bötchen uns entgegen, was noch. Okay, das Klinkgeräusch hat mir schon nicht wieder gefallen. Ich möchte gerne mal wissen, wo der Freund hockt. Oh, das war eine doofe Idee gerade. Hier hört man zwar einen Koffer. Das könnte jetzt gleich in die Hose gehen. Das war knapp. Wo sitzt die Sau?
bist du, mein Freund hier? Der hat uns ja mächtig Ärger. Gibt's noch einen? So, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Alles klar, wir müssen halt da. Also, auf der Insel wissen wir jetzt, hockt einer mit einem Mörser. Was ich persönlich uncool finde. Weil der hat unseren ganzen tollen Angriffsplan für den Arsch gemacht hier. Okay, und es gibt noch einen. Wir haben, wenn ich das richtig akustisch gehört, noch ein Mörserproblem. Jo, der hat gepennt. Okay. Da haben wir jetzt mehr getroffen, als wir haben wollte. Okay. Ah, da haben wir schon mal unsere Dokumente. So, Dokumente gefunden. Die Jungs sind ja ein bisschen aggro drauf. Okay, mit 6 Schuss auf dem Grund sollten wir vielleicht da nicht rausstürmen. Okay, die sind jetzt auch etwas anders bewaffnet. So, so. Okay. Alle Klärchen. Er muss hier sein. Nein, muss er nicht. Okay. Weniger reden. Auch nicht schlecht. Oh. Irgendwie von der Richtung wird geschossen. Alle Klärchen, mein Probärchen hier. Also schon mal ziemlich deutlich stressiger auf der Seite von der Dings. Die sind deutlich besser bewaffnet und deutlich schießwütiger. Oh. Aber wir haben das Thema mit der Pumpstation geklärt. Und verabschieden uns von hier aus erstmal. Da wird Zeit, dass wir mal weitere Missionen machen. Und somit mal ein bisschen das Waffenrepertoire anpassen. So. Ja, lassen wir die mal ein bisschen rumballern. Wenn es sie glücklich macht. Ich lasse mich da jetzt nicht auf Ärger rein. Ja, wir werden noch genug Ärger kriegen und zwar, genau. Weil ich weiß ja mal wieder so glorreichen Wurf hinkriegen, ja. So. Der Wurf war nicht so glorreich. Aber war jetzt nie so tragisch. Haben die Sache trotzdem in den Griff bekommen.
Die großen Boote halten ein bisschen mehr aus, aber von der Bewaffnung sind die nicht viel besser. Also dann lieber doch was Kleines, Flinkes, so wie hier. Hätte mit irgendwelchen großen Dingern hier rumärgern. So. Dann gucken wir mal hier die Brücke treffen, die dann mal hier noch am Pfeiler verrecken. So, hier lang rum. Da sehen wir schon das rote Zeichen an, wo wir hinwollen, und zwar da, wo der André ist. Und bei dem André werden wir dann nämlich unser Zeug abliefern. Jetzt sammeln wir hier schon Boote. So. Und weil wir schon mal hier sind, werden wir gleich dann noch mal ein bisschen Munition einsammeln. Und auf dem Weg zur Bar mal durchladen hier. Obwohl, macht er schon von alleine. Super. Mal gucken, hoffentlich gibt es ein bisschen mehr als so einen feuchten Handtrock. Hallo? Ah ja. Ja, servus. Lang genug gedauert. Und jetzt auch rumpöbeln hier. Das ist gut. Schön. Und meine Kohle, Bezahlung, irgendwas? Ja, Mission abgeschlossen. Was treibst du an diesem beschissenen Ort? Keine Ahnung, Ruf gesteigert. Wenn ich dich umbringe, ist das ein Rufmord? Okay. Damit sind wir mit der Mission auch durch. Sollten wir einen Blick auf die Map werfen. Der hat noch eine Mission da für uns. In der Innenstadt finden wir eine. Da sollten wir vielleicht mal als nächstes uns auf den Weg machen. Ein bisschen wieder mal die Story vorantreiben. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Busstation. Und dann fahren wir mit dem Bus ein bisschen nach Saloa oder wie das Ding heißt. Und gucken wir mal, dass wir ein paar Storys, ein paar Missionen machen können, die direkt zur Hauptquest gehören. Oh. Oh. Kaum bist du unterwegs hier. So. Alle klar. Selber schuld, wer ist weitergefahren. Statt hier den Stress Hannes zu machen. Ja. Die werden es nie lernen. Mit ihrer schlechten Laune sind sie ja selber dran schuld hier. Oh. Wir biegen mal hier ab und fahren mal zur Busstation. So, wir wollen direkt ins Zentrum. Wir sind da, wollen. Ah, hier ist immer der richtige Bus. Mit dem machen wir uns auf den Weg, fahren zurück ins Zentrum, und dort werden wir einfach mal gucken, was es da Mission gibt. Hauptmission wird angesagt. Wir haben noch das Problem mit der APA und UFL. Da sollten wir uns auch mal ein bisschen drum kümmern. So, mal die Brille richten, damit wir auch sehen, was wir hier anstellen. Eine schöne Animation wäre nicht schlecht gewesen, so mal durch die Gegend fahrt. Aber mit der Zeit wird er wahrscheinlich auch nervig. Ja, ja. Ne, wir speichern nicht. Brauchen wir nicht. Oh. Okay. Lala. Haben wir da alles gemacht und schon rumpizieren. So. Fahren wir mit dem schönen Jeep mal nach oben. Wir hätten auch laufen können, das Stück, aber wir sind ein bisschen faul. Und dann gucken wir mal, dass wir hier eine richtige Mission mal kriegen. So. Wenn wir schon in die Stadt fahren, dann mit dem hübschen Auto. So, wo gibt es denn eine Mission hier? Aha, beide haben Missionen. Eigentlich klar, du Kasper. Ich bin nicht das erste Mal hier. Weil, wenn man hier das Massaker anfängt, das bringt nicht wirklich viel, weil die sind endlos. Das kann man immer befrieden, das kann man sie nur noch verpissen. Weit genug. Deine Waffen, los, Arme hoch. Immer. Genau. Sexuelle Kontakte hier wieder mal. Ja, da war auch ein schönes Schießgewehr. Ja. Da haben wir auch die Möglichkeit zu speichern, tun wir aber nicht. Das versuche ich Ihnen gerade zu sagen. Diesmal hat er die Waffen nicht verkauft, sondern verschenkt. Das ist lächerlich. Er ist ein Waffenhändler. Er lebt davon, Waffen zu verkaufen. Okay. Jetzt ist er weg. Der plant was. Das sage ich Ihnen. Es reicht. Konzentrieren Sie sich. Kommen Sie. Sie kennen Grease. Jo. Ich bin Tambossa, nationaler Anführer der APR. Okay. Na prima. Wir haben nach jemandem wie Ihnen gesucht. Es gibt einen erheblichen Morphiummangel in diesem Land. Das Zeug ist einfach nicht auffindbar.
Alles klar. Wie es anstehen, verzweifeln die Leute. Sie betäuben den Schmerz mit allem. Whisky, Aerosoldämpfe, einseitig sogar mal Farbverdünner trinken. Dieser Engpass ist nützlich für uns. Weniger Operationen, weniger überlebende Soldaten. Die UFLL hat einen kleinen Vorrat an Lachgas. Sie sollen ihn zerstören. Okay. Die Flaschen sind bei einer alten Zahnklinik, westlich von Porcelain. Die Flaschen sind auf einem Pritschenwagen aufgestapelt. Ganz offen. Jeder kann sie sehen. Ein unbewegliches Ziel, das nicht zurückschießt. Glauben Sie, Sie schaffen das? Ja, dann bitte zurückschießen, Heidi, für Gerüchte. Ich habe das Wesen unserer Arbeit verstanden. Man muss immer seinen Vorteil suchen. Okay. Bezahlung in Stein wie üblich. Damit alles klar ist, gehen Sie zur Zahnklinik und zerstören Sie diese Lachgasflaschen. Alles klar. Naja, Kohle ist Kohle. Mission angenommen. Und es wird jede Minute schlimmer. Alles klar. Na gut. Damit haben wir die Mission angenommen. Damit soll auch unser lustiges Let's Play für heute enden. Das war's nämlich auch. Wir kommen nämlich hier zum schicken Ende. Und zwar, wie immer, eine Videoempfehlung. Diesmal auch wieder nicht in Form einer Endcard, sondern in Form...